Mäßig nicht, ehrlich Weil dann würde gesagt. ich die Kühe jetzt auf jeden Fall in Ruhe lassen, würde nur sehen, dass ich irgendwo ein Schaf herbekomme. Vielleicht sogar auch zwei. Ja, zwei wären gut. Oder so. Also ich brauche noch Ja. ein Stück Wolle brauche ich noch. Weil Oder ich kann dir gerade drei eins Spinnen, geben. glaube ich. Kann Ja, dir nee, gerade eins geben, dann kannst du schon mal ein Bett machen. Wenn ich die Wolle dabei habe, ja. Moment, gut zielen und jetzt hätte ich hier beinahe das Eisen geworfen. Ich bin so schlau. boah, das war aber weit. Du wirst wie ein Mädchen. Ja, ich schreie auch wie ein Mädchen, wenn ich Angst habe. So. Und Wasser lassen muss ich auch wie ein Mädchen, deswegen trinke ich jetzt während der Aufnahme nicht so viel. Ja, also ich ja, Ich kann ja mal so lasse. sagen, bei mir ist das so, wenn ich so richtige Aufnahmesessions mache, die mache ich meistens Montag und Dienstags und dann vielleicht, je nachdem, wie gerade Not am Mann ist, auch noch Mittwochs. Und die gehen ungefähr so 3 Stunden lang, aber nur 1,5 Stunden sind effektiv aufnehmen. Weil der Rest pinkeln ist. Ja, so ungefähr. Pinkeln und Einstellungen machen offscreen. Also hier hinter deinem Haus sind 1, 2, 3 Kühe, ein paar Hühner. Über die Hühner würde ich mich kümmern. Okay. Weil da habe ich, weiß nicht, ob du gesehen hast, auf unserem Testserver da, Ja, habe ich eine die super Eierfarm. Hühnerfarm gekriegt und die ist wirklich sehr effektiv gewesen. Also ich kenne da tatsächlich dann später, wenn wir soweit sind, noch eine effektivere Variante. Ja. Aber alles nach seiner Zeit. Ja, wollte gerade sagen, nehme mir nicht den Mut. Ich dachte echt, das wäre voll gut gewesen, so für Das meine war auch Verhältnisse. auf jeden Fall gut. Aber einen kleinen Tipp könnte ich dir noch geben. Und zwar, wenn du vorne reingehst, hast du ja direkt die größere Tür, aber kommst dann direkt ins Gehege. Da würde ich nochmal so einen Zwischenzaun zwischen machen, quasi, dass du Ja. so, damit die da nicht abhauen. Ja, das war alles nur, wie gesagt, ich hatte erst nur diesen Steinklotz gebaut. Und irgendwann wurden das halt so viele Viecher, da musste ich irgendwie ausbauen und dann dachte ich, komm, provisorisch einfach einen Zaun drum klöppeln und so weiter. Also da würde ich mir gerade hier in der Live-Aufnahme dann ein bisschen mehr Mühe geben, das ist dann klar. Ich finde So. keine Schafe mehr. Das gibt's doch nicht. Wo spawnen die denn in der Regel? Haben die da irgendeinen Punkt? Wasser, Sand? Denen ist das eigentlich egal, also die spawnen eigentlich überall außer in der Wüste. Soweit Scheiße. ich das jetzt so. Wenn ich das richtig verstehe, spawnen die Viecher auch in der Nähe von Licht ein bisschen besser. Kann das auch sein oder hat sich das wieder ergeben mit dem modernen Minecraft? Also ich würde mal sagen, ja, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Also klar, Tiere, wenn sie spawnen, dann wirklich nur im Hellen, aber Tiere spawnen nicht mehr nach, soweit ich weiß, dementsprechend. Alter, hier sind nur Häschen. Äsken. Ja, wenn wir Karotten hätten, könnten wir die züchten. Aber ja, wir haben keine Karotten. Ich will jetzt erstmal nur ein Bett haben, das wäre jetzt herzallerliebst. Ja, verständlich. Ich schau mal mit. Weil unser Spawnpunkt, der ist auf dieser Karte echt im Nirgendwo und das war noch positiv ausgedrückt. Das hier mein Haus. Nee, das ist dein Haus. Da sind Kühe. Bin ich gegenüber von dir? Kann das sein? So ziemlich, ja. Nur noch mit einem kleinen Zwischending. Ja, ein bisschen versetzt. Kann man ja gucken, die Bäume stören mich eh, vielleicht mache ich die. Da hinten bin Ja, ich. da kann man ja am Ende dann einen Weg hinbauen. Wie viel Wolle Ey, hast denn ohne du? Scheiß, weißt du, was ganz unbewusst passiert ist? Ich habe zwar einen Na? Knick in der Optik, aber wenn es so einigermaßen hinkommt, sind wir, glaube ich, direkt auf einer Linie mit den Häusern. Ja, was für ein Ja. Zufall. Ich habe jetzt noch eine graue Wolle. Eine graue, okay. Mal, ob ich hier irgendwas Soll ich finde. vielleicht mal auf die anderen Inseln rüberschwimmen? Vielleicht ist da irgendwas. Ich meine, Guck auch es gerade. deutet sich ja wieder Dunkelheit so langsam an. Und wenn dann jetzt Nacht ist, schreibe ich mir auf jeden Fall mal die Koordinaten von meinem Haus auf. Da habe ich das schon mal sicher. Das stimmt, das ist zum Finden ganz praktisch, auf jeden Fall. Und was ich in meiner Single-Welt gelernt habe, was ich einigermaßen baue, sobald ich kann, ist ein Kompass. Der ist wirklich echt, das hätte ich niemals gedacht, dass der so hilfreich ist.
Ja, der bringt dich halt zum Spawn zurück. Alter, ich bin da ohne Scheiß dran verzweifelt. Ich bin in 7000 Richtungen gelaufen und du denkst ja, du gehst immer so 100 Blöcke weit und irgendwann denkst du so, nee, hier kann das nicht gewesen sein, biegst dann ab, statt weiter geradeaus zu laufen, was genau ein Fehler ist. Und ich war sowas von am Arsch der Welt dann. Boah. Oh, ich darf nicht zu weit weg, weil es wird bald Nacht, das ist doch alles doof. Wolle, ja. Petri! Hast du? Bist du? Nee, hast du nicht. Wolle, 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 wo bist du? Wolle, Wolle, Wolle. Look. Look. Alter. Hier sieht's doch wunderbar aus. Hier müssen Schafe spawnen. Komm schon. Oh, da ist gerade eine U-Bahn eingefahren, so klang das. Ja, so ist das in Berlin. Was? Hä? Ja, verrat den Leuten doch, wo ich wohne. Ja, genau. Jetzt hast du dich selber verraten, Mensch. Ja, Mann, ey. Ich als Hertha-Fan darf doch ab und an mal Berlin sagen, oder nicht? Nee. Hallo? Wie jetzt? Nö. Alter, hier sieht's so perfekt aus, als könnten hier Schafe wohnen. Das ist kein Schaf. Hat nämlich einen Namen. Wer ist der denn? Alter, das gibt's doch nicht. Hier ist nichts. Nichts. Gar nix. Gar kein Tier, nichts. Doch, wieder natürlich Hühner. Was auch sonst. Na, sonst müssen wir es tatsächlich kurz Nacht werden lassen und dann gucke ich mal, ob ich Spinnen finde oder bastel ich da draus was oder so. Weil, Ja, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo geht's denn zu meiner Behausung? Ja, ich bin gerade auch etwas, Scheiße. Naja, gut, solange wir die Insel nicht verlassen, wird es nicht allzu schwer, glaube ich. Ja, aber für mich ist das schon schwer genug hier. Ich bin irgendwo rübergeschwommen. Ich bin es normal nämlich immer gewohnt, dass ich eine Karte Robenechts in der Ecke habe. Mhm. Ja. Aber für 1.8 habe ich noch keine gefunden. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Mods empfehlen könnt, ja. Immer her damit. Immer zu. Ich bin sowieso noch am Rätseln, wie ich einzelne Mods in den Server reingebastelt bekomme. Oh oh. Ah, nicht schon wieder verhungern. Nein. Wenig. Alter, hier ist nichts. Ich bin in die falsche Richtung bestimmt gegangen. Fuck. So, Großes Kaninchen. Ich versuche jetzt nochmal darüber zu kommen, wenn da auch keinerlei Fackeln zu sehen sind, dann baue ich mir wieder einen provisorischen Unterschlupf. Fuck, wo waren wir noch? Ohne Scheiß, das ist typisch einfach. Ja, das ist, ja. Und vor allen Dingen sind es bei mir jedes Mal die Schafe, die mich echt in die Scheiße reiten. Fuck. Ne, hier geht's definitiv nicht zu unserem Haus. Ich glaube, ich laufe gerade direkt genau in die andere Richtung. Nehme ich, glaube ich, mal auf. Boah, ups. Boah. Pack. Dabei war mein Masterplan so schön zu Hause, gemütlich. Erstmal Eisen einschmelzen, bisschen Koordinaten aufschreiben, was trinken, aber nein. Ja, irgendwie. Das nicht so. Jetzt bin ich hier an so einem Berg. Ich glaube, ich mache gleich nochmal die Sichtweite hoch und gucke, ob ich meine Fackeln sehe. Aber hier ist eine Pflanze abgeschlagen. Das müsste eigentlich heißen, dass hier jemand war, oder nicht? Vor allen Dingen habe ich immer eine Panik, dass, wenn ich hier so schnell laufe, irgendwo ein Creeper um die Ecke kommt. Und boom. Und boom. Quasi sprichwörtlich boom. So. Jetzt, Grafikeinstellungen, Sichtweite hoch. Das ist aber auch riesig hier. Ja, das ist größer. Und da überall Wasser ist, denkt man, das sieht ja auch alles gleich aus. Ja. Fuck! Das kann doch nicht sein. Alter, es ist nicht wahr. Jetzt haben wir uns hier erstmal hardcore verirrt, oder was? Ach man. Ja. Yay. Voll die Profis, ey. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das hier flüssig läuft. Bisher tut's das, wenn ich das so beurteilen dürfte. Autsch.
Also ich bin hier komplett am Strand. Bin Da ich war, glaube ich, nichts von uns. hier irgendwie im Birkenwald oder so, oder im Eichenwald, so ein Mischwald bin ich hier. Aber puh. Wo ich hin muss, wo ich herkomme, keine Ahnung. Wenn du auch mein Haus siehst, das ist ja mittlerweile einigermaßen rundum beleuchtet, dann auch Bescheid Dann geben. schrei ich. Ja, wie ein kleines Mädchen. Okay, ich gehe einfach mal hier durch den Wald. Das sieht aus wie der Wald. Nee, da war kein Wasser dazwischen. Toll. Ich muss einfach einen Schwarzeichenwald finden, dann. Ja, hier ist einer, glaube ich, wenn ich mal so sagen dürfte. Hier sind auch Pilze, aber wir hatten kein Wasser dazwischen. Verdammt! Ah, Spinnen! Hau ab! Komischerweise, ich will es nicht zu laut schreien, aber hatte ich noch keine Monster. Ich habe hier schon zwei Spinnen. Und die gehen mir hardcore auf den Sack. Ich glaube, ich Ja, sterbe ist aber gleich. gut, dann kriegst du Spinnendingsbums. Ja. Und ich vielleicht doch auch noch ein Bett, wenn wir schon keine Schafe hier auf der Insel haben, was ich fast vermute. Falls das irgendwie. Oh, Creeper, ich hab's doch gesagt. So, ich baue mich dann mal wieder mutig, wie ich bin. Ein. Jo, mache ich immer. Es ist, ich bin da echt panisch. Tut mir auch leid für die Leute, dass die dann wenig sehen. Aber dann mache ich hier halt so eine Höhle, baue ich schon mal für später. Ja, Action gibt's So. dann bei mir. Spinne! Spinne! Jetzt tut er so künstlich, dabei sitzt er bestimmt im Wasser, ist am Schwimmen und schreit die ganze Zeit nur, dass alle schnell zu ihm rüber wechseln. Muss mir die Videos dann genau analysieren und Sind Kühe. dann. Aber die Wie falschen. gesagt, schön die Höhle schon mal hier bauen. Vielleicht stoßen wir ja auf irgendwas Tolles. Glaube zwar nicht, dass ich hier so schnell noch mal hinfinde, aber. Egal, irgendwann kommt man hier wieder hin. Habe mir die Koordinaten noch nicht ein einziges Mal angeguckt. Ja, Tito. Verdammt. So. Verdammt, wo war das? Jetzt sollte ich was essen und ich habe natürlich mein Essen zu Hause gelassen, was fertig war. Fuck.